Hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr lieben Leute da draußen, ihr lieben Outriders, ich habe es tatsächlich über dieses Bunkeranlagending geschafft und ich habe mich getraut, auf Toilette zu gehen, weil ich habe noch gedacht, oh Gott, ey, nicht, dass jetzt hier wieder irgendwo ein Counter läuft oder so und dann greifen die mich an und ich bin tot. Aber wir stehen hier. Ich bin schon ganz gespannt, was für ein fächer veränderter Typi uns jetzt hier erwartet, weil an sich ist ja hier nicht so viel Platz, aber mal gucken, wo es uns hin teleportiert, wenn wir jetzt den Bunker angreifen. Na los, Bewegung! Hä, was ist denn da los? Vorhut, nee. Nicht Vorhut, wie heißt denn das? Das war ein Kinderspiel! Als ob. Du den Schrott immer noch, Coleman? Ey, wenigstens küsse ich dem Sergeant nicht den Hintern. Gib mal her, was ist das überhaupt? Ist aus der alten Welt. Du verstehst das nicht. Du kannst ja nicht mal lesen. Tut mir leid, Oma. Hey, meine Oma war Generälin. Deine Kackfresse, ich kenn deine Oma gar nicht. Der Boden bebt. Ja. Oh. Ein richtiger Veränderter. Oh ja. Oh ja. Wer wusste das alles von euch? Oh nein, das Kreuz. Coleman, nein! Ein Flammenmann. Oh nein, ein Moloch. Ein Neuling. Willst du vollenden, was Seth nicht gelang? Ich bekämpfe nicht dich. Oh, jetzt schon. Du kämpfst mit ihnen, also stirbst du auch mit ihnen. Ich soll jetzt gegen Moloch kämpfen? Das ist doch wohl nicht wahr. Das wird doch nichts, ey. Wie soll denn das bitte gehen? Erklärt mir das mal. Soll ich denn bitte gegen den kämpfen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Moloch, Mann ey, was soll denn das jetzt? Wieso kommst du jetzt? Kacke. Wir können sie nicht auf. Nein. Lass mich doch. Was soll denn das? Wow. Nein, wenn er mich einmal kriegt, dann hat er mich, gell? Oh nein, das hätte ich nicht machen dürfen. Nein, ich brenne. Oh nein. Habe ich irgendwas, was ich anziehen kann? Ich muss das erstmal machen, um mich ein bisschen runter zu pushen. Wir haben eine neue Hose. Eine 686er Hose, ist jetzt nicht so viel. Okay. Ja. Wir kommen jetzt hier nicht mehr weg. Wir müssen das kämpfen gegen Moloch. Ja, wir müssen das jetzt machen. Ich
liebe ja diesen Auftritt von diesen Veränderten immer, aber Moloch ist eben halt Moloch, ne? Ja, Klaus hättest du wirklich. Na bitte auch damit. Mit was auch immer du da vorhast. Ich will nicht meine Weltstufe für dich nach unten stellen. Verdammt nochmal. Ich will's einfach nicht. Och, Moloch, Mensch, hör doch auf damit. Das war kacke, dass ich das gemacht habe. Der mit seinem doofen Feuer, ey, ist voll gemein. Komm schon, komm schon. Mist. Ich muss ihn einfach immer unterbrechen. Das wird aber schwierig. Das wird echt kacke, muss ich sagen. Hör auf, Moloch. Wir sind doch beide. Noch beide Feuertypis. Bitte hör auf! Hör auf! Hör auf! Oh nein! Wo ist er? Moloch! Nein! 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 Oh, das war scheiße. Das war kacke, dass ich das gemacht habe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Moloch, Moloch, Moloch. Moloch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, wir haben Moloch besiegt. Oh, oh. Ach du heilige Scheiße. Oh oh, was ist das denn? Ganz schön penetrant. Oh, er benutzt endlich mal seine Rücken. Diese Welt wird untergehen. Und was bleibt dann übrig? Ohne uns? Die sehen so unglaublich gut aus, diese Veränderten. Oh, ich liebe sie. So behandelst du Leute, die dein Leben retten. Oh. Ich wusste, mein Orakel ist Gold wert. Sie hat exakt gewusst, wo du begraben warst. Bin raus. Dein Wort. Deal ist Deal. Du kannst gehen. Und deine scheiß Prophezeiungen sind nicht unser Problem. Der Angriff. Sag mir, dass er die Kopfschmerzen wert war. Gute Nachrichten. Es war natürlich ein Blutbad. Aber während du diese Abscheulichkeit beschäftigt hast, haben wir die Front erobert. Kann ich dich nicht
zu bleiben überreden. Das Leben hier ist gut für die Veränderten. Der Ruhm der Schlacht, Frauen, Männer, man liegt dir hier zu Füßen. Danke. Ich muss woanders hin. Osten? Der Steinbruch ist überrannt. Dahinter liegt das Ende der Welt. Was sollst du für Goodman denn so finden? Sag schon. Du bringst uns durchs Minenfeld. Das war unser Deal. Marshall Bailey kennt den Weg. Sie wird dann den Konvoi führen. Was? Auf gar keinen Fall! Leite uns per Funk, zeichne eine Karte. Wir nehmen sie nicht mit. Wir? Hab nie gesagt, dass du mitkommst. Du wirst hier bei uns immer ein Zuhause haben. Ich glaube aber nicht, dass du das überleben wirst. Ich bin nur froh, dass wir mit dem Moloch geschafft haben, ohne die Weltstufe nach unten zu setzen. Jetzt verpiss dich. Ich will dich nicht auch noch babysitten. Ich kann auf mich aufpassen. Nicht da, wo wir hingehen. Hey, jetzt warte! Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Turner! Was war das? Stuttgart. Und darum weiß ich genau, dass ich mit dir gehen muss. Oh. Die Anomalie hat auch mich vermurkst. Aber ich habe nur Visionen. Schreckliche. Schon mein Leben lang. Bloß eine. Eine ist wunderschön. Dieser Planet. Nur fruchtbar und grün und weit in der Zukunft. Und es ist immer jemand da bei mir. Ich kann nie das Gesicht sehen, aber die Stimme ist deine. Was auch immer du tun wirst, wird funktionieren. Denn ganz am Ende sind wir auf dieser Wiese zusammen. Durch den Qualm vom Feuer sah das Bild ganz schön komisch aus gerade. Okay, Moloch. Hä? Sind falsch. Ich wollte mir doch Moloch sein Ding durchlesen. Und Moloch? Moloch. Gegner? Moloch hier. Du bist Moloch beim Angriff auf Trenchtown begegnet. Er besiegte dich im Kampf und läuft jetzt frei herum. Es steht wohl außer Frage, dass Moloch irrsinnig ist. Er zeigt wenig Loyalität für die Sache der Rebellen und kämpft nur für sie, um seine eigenen und mysteriösen perversen Ziele zu verfolgen. Moloch trägt anscheinend einen verschrumpelten Mann auf dem Rücken, der an einen kreuzartigen Harnisch gefesselt, aber offenbar noch am Leben ist. Ist er ein Gefangener, gezwungen, all den Tod und die Zerstörung mit anzusehen, die der Veränderte zurücklässt? Oder ist es möglich, dass diese verkümmerte Gestalt die Kontrolle hat, dass sie der echte Moloch ist, der eine seelenlose Marionette als sein Instrument benutzt? Jetzt ist natürlich die Frage, sind wir jetzt die Marionette? Weil unsere Augen haben geleuchtet, seine Augen haben geleuchtet, Augen leuchten und so. Nach deiner Begegnung mit Moloch führte Shannas Vision sie zu dem Geröllhaufen im Niemandsland, unter dem du begraben warst. Corrigan erfüllte seinen Teil der Vereinbarung und ließ Shanna frei. Als du gingst, folgte dir Shanna und bestand darauf, sich dir auf deiner Reise anzuschließen. Als sie dich zurückhalten wollte, hattet ihr beide die Vision eines wunderschönen Gartens, die Shanna schon früher gehabt hatte. Sie glaubt, nur du allein kannst sie an diesen Ort führen und helfen, diese Vision wahr werden zu lassen. Jakob war wenig begeistert, als er hörte, dass Shanna mitkommen würde. Ja. Ja. Ha, Sess. Sess ist leider tot. Ach, Sess. Nörgelnd, mal hier. Ja, das hatten wir schon. Sie kennen wir, Bailey. Im Gegensatz für deine Einwilligung bei dem Angriff zu helfen, hat Corrigan Bailey ihm befohlen, dich durch das Minenfeld zum Steinbruch zu führen und danach nach Trenchtown zurückzukehren. Ah, okay. Also,
Wir können jetzt zum Steinbruch. Haben wir eigentlich übelstes Zeug bekommen jetzt? Weil wir waren ja übelst stark, würde ich mal sagen. Nö. Haben wir jetzt nach diesem Kampf echt gar nichts bekommen? Ist da nichts rausgefallen aus dem? Ist ein bisschen traurig, oder? Ich gehe jetzt mal. Wo heute muss ich überhaupt kann hin? Ich endlich ruhig schlafen. Ja, bitteschön. Deine Tochter ist tot wahrscheinlich. Seid mal froh, dass ich euch mitgeholfen habe, sonst hättet ihr noch mehr liegen gebraucht. Ach so, hier liegen jetzt Tote. Die lagen erst noch nicht da. Erst nach dem Angriff jetzt. Was ist mit dir los? Wo ist denn der Kotzjunge? Der Kotztyp, der muss doch mir sagen, dass es Kotze ist. Na? Achtung, tritt nicht in die Kotze. Achtung, tritt nicht in die Kotze. Das ist so gut, ey. Die Musik ist immer noch so. Also wir haben erfolgreich die Hauptquest gemacht, ohne die Weltstufe nach unten zu stellen. Ich bin hier schon ein bisschen begeistert. Ja, ist mir egal. Warte mal ganz kurz. Wir müssen uns erstmal in uns gehen. Wo ist denn hier mein Freund? Mein hasserfüllter Freund, der wahrscheinlich das neue Mädel, die Shanna, auch noch umbringen wird. Hier, Zahedi, Mann. Wen willst du noch alles umbringen? Nope. Vielleicht die Schuhe. The Shoes. Ist auch schon. Nee, warte mal, wir haben noch was Neues bekommen. Das hier. Das war doch eine gute Hose. Aber die. Ich will. Wir reisen erstmal weiter. Okay, ja, wir reisen weiter, würde ich mal sagen. Haben wir hier noch, noch so eine komische Jägerquest oder so? Nö. Tagebuchnotizen haben wir auch alle gefunden. Wir müssen zum Steinbruch. Jakob, bitte mit dir. Hallo. Na? Oh, sie ist süß. Kann ich was für dich tun? Ach, du bist so süß. Du siehst also die Zukunft. Du kannst mir helfen, Gefahren zu meiden. Schön wär's. So funktioniert es nicht. Ich sehe nur kurze Bilder. Ich kann es nicht steuern, es passiert einfach. Und häufig deute ich sie falsch. Aber Corrigan hat von dir geschwärmt. Oft genug liege ich auch richtig. Ausatmen aus Nase. Cool. Was hat die Vision ausgelöst? Die Anomalie, die meine Mutter tötete, rauschte mitten in der Nacht durch unsere Hütte. Sie verschonte mich zwar, aber machte was mit meinem Kopf. Tut mir leid. Die üble, brutale Scheiße. Nur sowas sehe ich. Als es geschah, war ich ein Kind. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Wann hast du gemerkt, dass du es nicht wirst? Da bin ich nicht so sicher. Diese Visionen, woher weißt du, dass sie real sind? Woher weißt du, dass deine echt sind? Ich sehe nicht die Zukunft, nur so Scheiße, die bereits passiert ist. Mit einer Ausnahme. Als ich zum ersten Mal eine hatte, sah ich dich. Tja, da hast du's. Ich habe da mal so eine Frage. War das in der Demo, als wir sie gesehen haben? Weil ich kann mich jetzt da so gar nicht mehr dran erinnern. Ehrlich gesagt. Kann man hier machen? Ach nee, warte mal, ich wollte was ganz anderes mal machen. Bevor wir jetzt abreisen in unser neues Land, müssen wir natürlich... brauchen wir eine neue Banner. Einen neuen Banner. Und zwar hätte ich gern was Cooles. Flugverbot. Ach, das ist ja cool. Klaus ist ja eigentlich eher so geradlinig unterwegs. Das ist hässlich. Fahnenmast, nee. Ich glaube, wir nehmen das hier mal.
Sieht irgendwie cool aus. Und dann hätte ich gern das hier. Cool. Bemalung. Wir haben jetzt sehr viel freigeschaltet, glaube ich. Nicht sehr viel, aber schon einiges. Ja. Nö. Hä? Sieht das anders aus? Ach so, ja. Ich hätte gern was zu den Flügeln passt. Bäh. Das gefällt mir ganz gut. Flaggenfarbe. Von flaggencode.com. Wisst ihr Bescheid? Bescheid. Oh nee, das ist mir zu krass. Wir machen lieber wieder das hier. Und jetzt hätte ich gerne ein neues Siegel. So, also wir haben jetzt das hier, ist nicht schön. Wir haben, das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. Ah, das sieht mir auch so nichtssagend aus. Ich glaube, wir bleiben aber bei dem oberen. Siegelfarbe. Ja, wir bleiben da. Das ist jetzt unser neues, unsere neue Flagge. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Okay. Gut, zum Zahedi-Mann brauchen wir jetzt erstmal nicht, glaube ich. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ja, dann würde ich sagen, machen wir heute mal eine ganz, ganz kurze Folge, weil die letzten Folgen ein bisschen länger geworden sind. Morgen fahren wir mit dem Jakob nach, wo fahren wir eigentlich hin? Zum Steinbruch, glaube ich. Genau, da fahren wir mit dem Jakob hier zum Steinbruch und gucken mal, was da abgeht. Vielen Dank, dass ihr bei dieser kurzen Folge mit dabei gewesen seid. Morgen geht es ganz normal 20 Uhr weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.